Oder so ähnlich könnte der Beginn einer Familienfeier der Familie Kohn im Frühjahr 1938 ausgesehen haben. Wir haben das Tagebuch von Lilli Kohn gelesen und uns mit den Orten, an denen sie gelebt hat, vertraut gemacht. Vor kurzem habe ich mit Ruth Tuchner und Ida Edelnand einen dritten Bund gegründet, und zwar in der Schule. Die Gründung war am 13.02.1939, fiel auf den Tag Freitag. Dann waren wir drei gleich so befreundet, dass man meinte, wir wären Geschwister. Dann machten wir uns auch drei gleich ein Abzeichen. Dieses machten wir aus weißem Stoff mit einem grünen Faden umrandet. Und an dem Mantel steckten wir uns ein Sträußchen Kunstblumen. Bald darauf machten wir einige Ausflüge, die uns immer sehr viel Spaß bereiteten. Zum Tag der offenen jüdischen Häuser am 13. September 2020 gab es ein Projekt, an dem Kinder und Jugendliche aus Halberstadt teilgenommen haben, um über das Leben von Lilli Kohn und ihrer Familie zu berichten. Wir möchten Ihnen von Lilli und ihren Freundinnen erzählen. Kommen Sie mit auf eine Reise von Lillis Kindheitsorten. Wir gaben unserem Bund auch einen Namen, und zwar DBK, das heißt Drei-Bund-Kränzchen, denn der Bund ist auch gleichzeitig ein Kränzchen. DBK heißt auch dreiblättriges Kleeblatt. Wir hatten uns auch alle Spitznamen gegeben. Für Ruth haben wir keinen richtigen Namen gefunden, deshalb nennen wir sie Otti Tutti. Ida heißt Püppchen, denn ihr Bruder Kalli schrieb ihr immer einen Brief. Liebes Püppchen. Mich nannten sie Schatzel, weil ich meinen Freund mein Schatzel nenne. Lilli Kohn ist 28 geboren und ist 1938 nach England geflohen. Das heißt, sie ist mit einem Kindertransport dorthin gebracht worden und wurde somit gerettet vor den Nazis. Und sie hat hier ihre, wie sie sagt, 10 glücklichen Jahre in Halberstadt verbracht. Am 31.01.1939 kam dann unser ständiger Gast Gerd Gottschalk. Er wollte wie immer Rommi spielen. Wir spielten Tag für Tag Rommi und nicht ein Tag verging, wo er nicht sagte, bist du meine Freundin? Darauf erwiderte ich immer, nein. Zwar hatte ich ihn doch zum Freund, wollte es aber niemand sagen. Deshalb nannte ich ihn M.S. Das heißt, mein Schatz. Ich sagte dann immer zu ihm, M.S. ist so nett, da kommst du gar nicht mit. Er wusste aber nicht, dass er es war. Und als wir zu den Orten gegangen sind im Vorfeld, gerade an der ehemaligen Gemeindesynagoge, haben wir gemerkt, wie sich das anfühlt, wenn man vor so einer Ruine steht, das Gras wächst und man schaut sich Bilder an von dieser wunderschönen Synagoge mit einer wirklich prachtvollen Ausstattung. Und das fühlt sich traurig an, dass man das nicht mehr sehen kann heute. Und deswegen haben wir eine Figur eingeführt, die wir die Trauer nennen, die aber nicht spricht. Wir sind traurig, dass die Synagoge abgerissen werden musste. Als Zeichen unseres Mitgefühls übergeben wir dir diesen Stein. In der Synagoge verbrachte Lilli mit ihrer Familie und ihren Freundinnen sehr viel Zeit miteinander. Das habe ich auch in dem Tagebuch gelesen. Und zwar haben die Lilli und ihre Freundinnen
Als alle in der Synagoge waren, Brotkrümel in die Taschen der Männer gesteckt. Die Jacken hingen draußen in der Garderobe. Jeder mit einer Tasche voll Brot und steckten in jede Herrenmanteltasche trockenes Brot. Denn der Garderobenständer stand im Vorraum. Am Abend sagten die Leute nichts dazu. Deshalb taten wir es am nächsten Morgen gleich nochmal. Da war aber Ida mit dabei. Wir taten es dort auch. Als es aus war, mussten wir schrecklich dolle lachen. Und dann haben sich auch alle richtig kräftig aufgeregt. Das fanden sie erst gut, aber das war so schlimm, dass sie dann zu den Leuten nach Hause gehen mussten, um sich zu entschuldigen. Und das hat ihnen natürlich nicht gefallen. Lili floh nach England und dann in die USA, wo sie ihr ganzes Leben verbrachte. Ihre Eltern und ihre Freundinnen aus Halberstadt wurden von den Nazis deportiert und ermordet. Seitdem hat sie sie nie wieder gesehen. Was ganz wichtig war, ist, dass Lilly auch in den späteren Jahren, als sie dann in New York gelebt hat, immer betont hat, dass sie und ihr Bruder und auch die, die mit in diesem Kindertransport waren, dass sie leben wollten. Sie wollten eine Familie gründen und sie wollten das, was in Halberstadt so abrupt geendet ist, das wollten sie selber wieder aufbauen. Jetzt gehen wir zur Schule von Lilly und ihren Freundinnen Ida und Ruth. In Englisch habe ich eine 2 bis 3, in schriftlich und in mündlich eine 1 bis 2. Das ist viel zu gut. Denn schriftlich habe ich eine schlechtere Note verdient. Außerdem ist Fräulein Schaps, unsere Lehrerin, auch heute abgegangen. Wir hatten sie 2,5 Jahre an unserer Schule. Ich hatte sie sehr lieb. Eigentlich hat sie mich ein bisschen vorgezogen. Ich habe ihr auch ein Gedicht gemacht. Heute ist der letzte Tag, an den ich gar nicht denken mag. Denn Fräulein Schaps zieht nun in die Ferne. Das sind wir Kinder gar nicht gerne. Nach England lenkt sie ihre Schritte. Und nun ganz aus unserer Mitte. Wann kann ich sie nur wiedersehen? Ich hoffe, es wird bald geschehen. Und sollte sie mal jemand fragen, so können sie von Lilly Cohn sagen, dass ich so gern in England möchte weilen, er möchte sich ein bisschen mit Permit beeilen. Die Zuhörer sollten erfahren, was war denn so wichtig an Lillys Freundschaften, aber auch sollten sie erleben, was denken Kinder und Jugendliche heute. Ich möchte euch jetzt mal Folgendes fragen, und zwar, was macht ihr mit euren Freunden? Fahrradfahren. Fußball spielen. Baden gehen. Seil springen. Streiche spielen. Fang spielen. Treffen. Schach spielen. Tanzen. Karaoke. Freundschaft war für Lilly ihr Leben lang sehr wichtig. Die ersten Jahre waren glückliche Jahre und wir kannten es nicht anders, als in Halberstadt zu sein. Und wenn nichts dazwischen gekommen wäre, würden wahrscheinlich jede Generation in der Zukunft immer hier gewesen sein. Ich kann mir nicht einen Grund denken, warum meine Eltern oder andere Verwandten jemals Halberstadt verlassen würden. Nur aus dem Grund der Zeit. Nur immer gute Erinnerungen dran. Ich muss so lächeln, wenn ich an Fräulein Schaps denke. Denn wir haben vieles im Guten und im Spielen gelernt. Und ich glaube, das ist wohl der beste Weg, Kinder zu erziehen. Denn späterhin, als wir unsere eigenen Kinder haben, habe ich es versucht, in der gleichen Maße zu tun. Wir haben viel gespielt, damit sie viel lernen. Unsere Kinder dürften alles machen, immer tief im Dreck buddeln. Wenn sie auch schmutzig werden, das ist okay. Aber wir haben hier die Grundschule gehabt. Und die Grundschule war sehr freundlich und öffnet die Augen für Kinder. Es war ein guter Anfang.